Hallo, schönen guten Tag. Heute möchte ich mal plaudern, auch über den weltberühmten Karl Marx und die Postwachstumsökonomie von Professor Nico Pech. Ja, vielleicht meine erste Bemerkung, die ich dazu machen muss, ist folgende. Wenn Sie irgendwo das Wort Volkswirtschaftslehre oder Volkswirt hören, ja, dann müssen Sie das einfach abhaken als nicht kompetent. Wir haben den Professor Schmidt von den Wirtschaftsweisen, wir haben Nico Pech als Volkswirt. Und die Volkswirtschaftslehre ist von Grund auf eine Pseudowissenschaft. Warum ist sie eine Pseudowissenschaft? Eine Wissenschaft, Wissenschaftler, echte Wissenschaftler erkennen sie immer daran, dass sie sozusagen die Kenntnisse der anderen Wissenschaftler überhaupt fähig sind, aufzunehmen, einzubeziehen und zu berücksichtigen. Ich mache da mal ein praktisches Beispiel hier. Ich gehe mal hier hin, wir gehen wieder wie immer, wir googeln einfach nach Scientists for Future 2 oder Scientists for Future 2 Initiative Weltrat. So, wir gehen dann auf die Homepage von Scientists for Future 2. Wir gehen auf, ja, wir gehen einfach mal auf Professorinnen. So, und machen uns mal klar. Das heißt, was passiert mit einem Wissenschaftler, wenn er die Erkenntnisse anderer nicht wahrnimmt? Zum Beispiel ein Wissenschaftler, der die Kenntnisse von Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton und so weiter nicht wahrnimmt, der taucht dann auf und redet von der flachen Erde. Und dass vielleicht diese flache Erde, das ist also ein Flacherdler, und diese flache Erde, denkt er auch noch, dass eventuell die im Mittelpunkt des Universums stehe und die Sonne sich um diese flache Erde drehe oder so, oder was auch immer. Ja? Also das heißt, ein Wissenschaftler, der die Erkenntnisse der anderen großen Wissenschaftler, und so viele große Wissenschaftler gibt es ja gar nicht, nicht zur Kenntnis nimmt, der ist automatisch ein Pseudowissenschaftler. Genauso ist es eben auch, wenn ich Volkswirtschaftslehre betreibe. Und Volkswirtschaftslehre ist die Lehre vom menschlichen Verhalten innerhalb wirtschaftlicher Zusammenhänge oder kurz gesagt im Rahmen von Tauschhandelszusammenhängen. Ja? Und wenn ich das betreibe, ohne das Wissen anzuwenden von Gregor Mendel, Alfred Russel Wallace und Sir Charles Darwin, dann bin ich eben automatisch ein Pseudowissenschaftler. Ja, das heißt also, und dadurch können Sie sagen, also erst die naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, also ich mache das hier mal wieder zu, erst die naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre ist also überhaupt eine Volkswirtschaftslehre, das andere ist Pseudowissenschaft. Ja? Deswegen heißt es hier die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre NVWL. Ja, und was sagen also diese neuen Galileis oder aus der naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre heraus? So, jetzt muss ich hier mal ein bisschen spicken auf meinen Kalender. Also erst einmal müssen wir uns ganz kurz nochmal rekapitulieren. Wie ist die Evolution verlaufen? Ganz wesentlich ist, vor 400.000 Jahren, wenn ich jetzt aufrufen würde hier im Internet, letztendlich die Sendung ZDF, Mediathek, ZDF, Terra X, die ersten Menschen 1 und 2, auch mit Professor Friedemann Schrenk, auf den sich ja die Scientists for Future 2 auch berufen und beziehen, dann käme raus, dass man, wenn man das zahlenmäßig versuchen würde, einzuskalieren, was dort gesendet wird, dass dann die erste Tauschhandlung so etwa vor 400.000 Jahren stattgefunden hat, zu Zeiten des späten Homo erectus. Und dass das eigentlich, dass aus der ersten Tauschhandlung wird irgendwann sehr schnell wahrscheinlich die Profession
Tauschhändler, und damit ist eigentlich der Grundstock des Kapitalismus geschaffen. Denn diese ganze Rumdefiniererei von Pseudowissenschaftlern, was Kapitalismus ist oder nicht, das ist eben wieder dieser Mangel an Naturwissenschaft. Evolutionsbiologisch gesehen ist die einzige relevante, wirklich wichtige neue Erfindung die Erfindung des Tauschhandels, und alles sind dann nur noch die Folgen dieser Erfindung des Tauschhandels. Diese Erfindung hat kein anderes Tier gemacht, außer das Tier Homo erectus vor 400.000 Jahren. So, und jetzt, was passierte dann? Vor 400.000 Jahren, ja, das kann ich jetzt nur schätzen, könnte ich jetzt jederzeit nachgoogeln, aber ich gehe mal davon aus, dass da die Gehirngröße so vielleicht bei 1000 bis 1200 Millilitern lag, und dass dann unser Gehirn angewachsen ist, im Laufe der, trotz der Erfindung des Tauschhandels, noch weiter gewachsen ist bis zu 1500 Millilitern. Das heißt also, 1500 Milliliter bedeutet, dass wir dann wahrscheinlich viele Menschen hatten, die im Erwachsenenleben vielleicht 1 Liter Gehirn hatten, Gehirnvolumen hatten, und manche 2 Liter Gehirnvolumen. Denn alles verteilt sich normal, Normalverteilung des Gehirns, habe ich alles schon abgearbeitet hier in den Videos, könnt ihr alles nachschauen. Also das heißt, der Durchschnittswert von 1,5 Liter ging also so bis vor 30.000, 40.000 Jahren stieg das Gehirn noch weiter an. Wir wurden also noch klüger. Und vor 40.000 Jahren war quasi der Kipppunkt, und wir fingen an, wieder dümmer zu werden. Und heute haben wir angeblich ein durchschnittliches Gehirnvolumen von 1,35 Litern. Also gestreut sei das Gehirn ungefähr bei erwachsenen Menschen zwischen 900 Millilitern und 2 Litern ungefähr. Und der Durchmittelwert ungefähr bei 1350 Millilitern. Wir sind also 150 Milliliter dümmer geworden als vor 40.000 Jahren. Wie kommt es dazu? Wie kann, überall ist ja schon erläutert, dass die Erfindung des Tauschhandels ganz katastrophale Folgen auf die Menschheit hatte. Die Menschen wurden Stück für Stück kapitalistisch sozusagen vergiftet mit krankmachender Ernährung, mit krankmachenden Medikamenten, mit krankmachenden Drogen, später Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten und so weiter, mit krankmachenden Geschmacksdrogen und so weiter. Und mit krankmachenden sonstigen Drogen, die auch irgendwann erfunden wurden. Ja, warum haben die Menschen diese Drogen konsumiert? In erster Linie, weil der Kapitalismus ein Glücksräuber ist. Denn die Evolutionsprozesse, die im Kapitalismus ablaufen, laufen nach dem Motto, da leider unglückliche Menschen, ihres Lebensglücks beraubte, ihres Liebeslebens beraubte Menschen, die kaum noch Körperkontakt haben, also da leider unglückliche, einsame Singles tatsächlich die höchste Kaufkraft entfalten und am meisten Konsumsucht entwickeln, ist quasi der einsame, kaufsüchtige Single das Endziel des kapitalistischen Systems. Ja? Und das bedeutet also, dass in den letzten 400.000 Jahren immer mehr toxische Angriffe auf das Gehirn stattgefunden haben, und diese können sicherlich dazu beitragen, ein Gehirn wieder von 1500 Milliliter schrumpfen zu lassen, auf 1350 Milliliter. Denken Sie nur an die Mutter, die während der Schwangerschaft Alkohol trinkt und große Mengen an Zigaretten raucht, dass das Baby natürlich mit einem vorgeschädigten Gehirn geboren wird und dass dann die Muttermilch vielleicht auch toxisch ist und so weiter. Das ist zu erwarten, und das kann also schon einen Teil dazu beitragen. Auf der anderen Seite wäre es aber unwahrscheinlich, dass man wirklich 150 Milliliter einfach verliert aufgrund von Toxinen im Kapitalismus sozusagen, aufgrund der Vergiftung der Menschheit durch den Kapitalismus.
Es ist eben muss auch berücksichtigt werden, dass es natürlich so, wir haben gestern die große PISA-Studie gehabt. Greta ist angekommen in Madrid und die PISA-Studie wurde veröffentlicht und es zeigte sich, dass die deutschen Schulkinder wieder weniger fähig sind als noch vor einigen Jahren. Also das heißt, auch dieser Rückgang zum Beispiel der Intelligenz in Deutschland und so weiter. Und dieser fortschreitende Trend des Rückgangs der Intelligenz müsste man auch fragen, ob es auch noch andere Gründe hat. Und dann stellen wir fest, es wurde ja auf allen Seiten beklagt, dass Familien dafür bestraft werden, also dass Menschen dafür bestraft werden, wenn sie überhaupt noch Kinder bekommen und so weiter, dass ein Raubbau in der Familie stattfindet und so weiter. Da will ich jetzt nicht größer drauf eingehen, aber im Prinzip, wenn wir natürlich eine Professorin mit Karrierenachteilen bestrafen, wenn sie Babys bekommt, dann ist halt das Resultat, dass Professorinnen und Akademikerinnen und kluge Frauen durchschnittlich weniger Kinder bekommen als früher. Und dann ist es natürlich ganz klar, dass dann sozusagen Kinder mit den größeren Gehirnen etwas seltener geboren werden und die mit den kleineren Gehirnen eventuell etwas häufiger geboren werden. Und schon haben sie einen Rückgang von 15, auch einen Rückgangstrend von 1500 Milliliter Richtung 1350 Milliliter. Und im Moment läuft der Trend weiter wahrscheinlich Richtung irgendwann 1200 Milliliter Gehirn. Und damit entzieht sich Deutschland zum Beispiel oder Europa entzieht sich seiner Existenzgrundlage, denn ohne unseren innovativen Geist, ohne das Land der Dichter und Denker zu sein, hat Deutschland wirtschaftlich keine Konkurrenzchance und wir werden uns dann irgendwann mit Löhnen auf dem Niveau von Pakistan wiederfinden, mit, was weiß ich, 50 Cent pro Tag oder 2 € pro Tag Gehalt und so weiter. Damit werden wir uns dann abfinden müssen, denn wir haben dann keinen Wettbewerbsvorteil mehr, sozusagen. Ja, das nur soweit. Und dann Karl Marx wollte ich mal drauf eingehen, ja? Karl Marx, warum hat Karl Marx sozusagen so wenig Akzeptanz? Karl Marx, ja, wird ja oft assoziiert mit den fehlgeschlagenen pseudokommunistischen, pseudosozialistischen Experimenten, die mit den Millionen Toten einhergegangen sind, so wie Stalins Diktatur, Maos Diktatur, also Diktatur, Pseudodiktatur des Proletariats, Honecker mit Nordkorea und so weiter. Also mit all diesen Diktaturen, die unter dem Namen von Pseudo, also von Kommunismus oder Sozialismus und damit also diesen Namen so gut wie möglich in den Schmutz gezogen haben. Was ist das Problem bei Karl Marx? Bei Karl Marx ist das Problem, dass er in Wirklichkeit mit allem, was er getan hat, den Kapitalismus gewaltig verharmlost hat, beschönigt hat. Ja, denn dadurch, dass er sozusagen eigentlich im Wesentlichen eine Polemik geschrieben hat. Er hat ja all diese Leute, die immer so viel sagen, wenn sie Leute haben, die so unendlich viel erklären, dabei aber fast nichts aussagen, das geht immer darum, ihren gesunden Menschenverstand so lange zu verwirren, bis bestimmte Dinge akzeptiert werden, die gar nicht bewiesen sind. Und so ist natürlich auch Karl Marx vorgegangen. Viel geschrieben, ganz, und damit nicht klar wird, dass seine Polemiken natürlich unrealistisch sind. Er hat also den Kapitalismus als System völlig verharmlost und beschönigt und hat sich polemisch nur auf böse Menschen gestürzt, vermeintlich. Er hat also ganz viel rumgeschwurbelt, um am Ende sozusagen zu sagen, ja, der böse Kapitalist, das ist ja ein Ausbeuter, das ist ein Mehrwertabschöpfer, das ist ein Entfremder und was auch immer das ist. Ja, er macht also quasi, er verharmlost das kapitalistische System und sagt, ah ja, die bösen Menschen. Und dann müssen halt jetzt die guten Menschen, die das Proletariat jetzt irgendwie das Ganze vielleicht irgendwie bekämpfen oder so. Das führt zu den falschen Ergebnissen. Also,
Der Kapitalismus als System ist zu betrachten und der ist teuflisch. Kein Mensch ist teuflisch, sondern ein System ist etwas, was wir alle gemeinsam geschaffen haben. Wir alle gemeinsam haben den Tauschhandel erfunden und wir alle wollten die Anfangsvorteile vom Tauschhandel. Ja, mal neue Güter kennenlernen und so weiter. Und wir selber haben dieses System errichtet, in dem sich auch der Kapitalist und der Unternehmer bewegen mit bestimmten Zwängen. Und in Wirklichkeit, dass der Kapitalismus aber sozusagen Wohlbefinden, Lebensfreude, Lebensqualität systematisch zerstören muss, damit die Menschen konsumsüchtig werden nach den Gütern sozusagen und dann diese Konsumsucht mit maximalem CO2-Ausstoß einhergeht und dann sozusagen letztendlich maximal die Erde verwüstet und geplündert und verdreckt wird, das ist alles Folge des Kapitalismus. Also der Kapitalismus ist also, erste Zwischenergebnis, ist tausendmal gefährlicher und schlimmer, als das Karl Marx je geahnt hat. Ja? Also das war, Karl Marx hat durch seine Polemiken auch dazu beigetragen, dass natürlich niemand diese Kapitalismuskritik in der Wissenschaft ernst nimmt, denn Polemiken werden natürlich von Wissenschaftlern nicht ernst genommen. Ja? Sondern was fehlte, war eben die naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre und über die können nur diese neuen Galileis etwas sagen, die Scientists for Future 2. Gut, soweit zum Thema. Jetzt zur Postwachstumsökonomie des Professors Nico Pech. Also er geht die falsche Reihenfolge vor. Er ist eben ein Volkswirt, also damit ein Pseudowissenschaftler und kein naturwissenschaftlicher Volkswirt, ja? Und ein naturwissenschaftlicher Volkswirt sagt immer, ja hoppla, der Kapitalismus, das Grundproblem, das der Kapitalismus erzeugt, was zum Überkonsum führt, ist erst einmal die Konsumsucht. Jetzt spricht der Nico Pech jetzt plötzlich ganz unverblümt dann auch gerade in der Fernsehsendung und so weiter wieder und in seinem Vortrag letztens hier darüber, dass wir eben Flughäfen schließen sollten und Autobahnen schließen sollten und renaturieren sollten, damit wir die Mobilität sozusagen im Wesentlichen abschaffen. Da hat er natürlich recht, dass es sinnvoll wäre, wenn wir viel weniger Mobilität hätten, weil Mobilität ist pathologisch. Aber das hat ja der Kapitalismus erzeugt, indem er uns das Leben unerträglich hier in Jetzt gemacht hat, sodass wir dann eine riesige konsumsüchtige Sehnsucht entwickeln, uns im Süden zum Beispiel zu erholen von der Qual des Lebens hier in Deutschland oder in Europa. Ja? Und und jetzt passiert natürlich Folgendes, wenn er davon spricht, dass er Flughäfen und Autobahnen abschaffen will, löst er natürlich Reaktanz aus. Dann sagen die Leute, jetzt konsumiere ich erst recht, weil der will mir was wegnehmen. Ne? Und deswegen ist die Formel des naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftlers natürlich, erstmal die Konsumsucht zu reduzieren durch Abbau und Beendigung des kapitalistischen Systems. Und dann werden die Menschen so glücklich im Hier und Jetzt sein, in Europa sein, dass sie die Fernreisen nicht mehr brauchen, weil sie dann eher das Gefühl haben, bei der Fernreise verliere ich Lebensqualität, weil ich zu Hause ja meine ganzen lieben Freunde und meine Liebespartner und so weiter nicht sehe, wenn ich verreist bin. Also sozusagen, damit erhöht sich sozusagen das Heimweh auf jeder Reise drastisch und in Zukunft werden die Leute gar keine Reisen mehr machen, weil sie das Glück in ihrem Kommune, in ihrem Kommunismus rund um ihren Hausarzt erleben werden. Also insofern ist der Grundfehler jetzt bei Nico Pechs, er hat ja recht, dass wir
in einen Postwachstumszustand kommen müssen. Aber wie macht man das richtig? Wie macht man das professionell? Und das kann man eben nur, indem man die Konsumsucht des Kapitalismus durch Beendigung des Kapitalismus reduziert und die Konsumsucht verschwinden lässt. Jetzt muss ich mal auf meinem Zettel hier schauen. Ja, und er spricht davon, ein nächster Reihenfolgefehler, weil er eben als Volkswirt eben kein echter Wissenschaftler ist, sagt er auch so Dinge wie, dass wir die Arbeitszeit verkürzen sollten auf 15 Stunden pro Woche, 20 Stunden pro Woche, 25 Stunden pro Woche oder so. Da hat er auch wieder recht. Menschen in naturnahen Völkern arbeiten noch nicht einmal ganz 3 Stunden pro Tag und den Rest feiern sie, lieben sie, musizieren sie, tanzen sie, singen sie, massieren sie, genießen sie. Ja, und so weiter. Aber jetzt, das Problem ist, der Kapitalismus hat ja auch Wettbewerbssituationen geschaffen. Also ein evolutionsbiologischer Volkswirtschaftler oder naturwissenschaftlicher Volkswirtschaftler ist sich auch eben immer klar darüber, gucken Sie mal an, was der Kapitalismus gemacht hat. Der Kapitalismus hat die nordamerikanischen Indianer abgeschlachtet und umgebracht, die erst ansatzweise kapitalistisch waren, also nicht ganz so weit entwickelt waren im Kapitalismus. Also die höher entwickelten kapitalistischen, fehlentwickelteren Kulturen haben eine höhere Tendenz gehabt, mehr zu arbeiten, mehr zu erfinden, mehr Waffen zu erfinden, und deswegen konnten diese dann alle abschlachten. Die nordamerikanischen Indianer wurden umgebracht, die südamerikanischen Indianer wurden abgeschlachtet, die Afrikaner wurden abgeschlachtet und versklavt und nach USA gebracht als billige Arbeitskräfte, also oder als Billigstarbeitskräfte und so weiter. Also wenn wir uns das alles anschauen, dann müssen wir uns klar sein, dass wir sozusagen nicht sofort auf 20 Stunden pro Woche runter können, solange es noch darum geht, wer wen militärisch besiegen kann. Ja? Solange die USA oder andere Staaten ständig irgendwelche Kriege aus wirtschaftlichen Gründen betreiben, um Gewinne zu erzielen, um volkswirtschaftliche Gewinne zu erzielen, irgendwelche Länder bombardieren, besetzen oder sonst was machen, solange sogar die deutsche Regierung in Afghanistan für Unruhe sorgt und so weiter und überall sich an Kriegen versucht zu beteiligen und so weiter. So lange ist es nicht sinnvoll, uns so zu schwächen. Das heißt also, mindestens wenn wir Abrüstung sozusagen weltweit fördern müssen, müssen wir zumindest so lange noch unsere Grenzen verteidigen können, die europäischen Grenzen oder die deutschen Grenzen verteidigen können, wie der Kapitalismus noch zum Erobern und Besetzen von anderen Ländern neigt, sozusagen. Denn wenn wir den Kapitalismus in Europa oder Deutschland abschaffen, ist er noch nicht weltweit abgeschafft. Das müssen wir ja Schritt für Schritt machen. Also im ersten Schritt müssen wir um Europa oder um Deutschland einen Raketenabwehrriegel machen, der so Hightech ist, dass er zwar völlig ungeeignet ist, irgendein anderes Land anzugreifen, also dass sich niemand mehr bedroht fühlen kann, aber der Abwehrriegel, die Raketen, die Mini-Raketen müssen natürlich so hoch fliegen können bis ins All und so weiter und müssen quasi verhindern können, dass irgendein anderer Staat einfach irgendeinen Vorteil haben kann davon, zu versuchen, Europa oder Deutschland anzugreifen. Also das heißt, wir müssen Hightech-Raketen sozusagen, Abwehrraketen haben und können auf alle Angriffspanzer, Angriffsflugzeuge und so weiter natürlich verzichten, ja, weil wir von der Idee des Gegenschlages Abstand nehmen, sondern nur sagen, wir lassen einfach keinen Angriff mehr rein. Wir fangen alles ab und dazu müssen wir so eine hohe Hightech haben, dass das so effizient ist, dass kein anderes Land sich auch nur den geringsten Vorteil ausrechnen kann, wenn es versucht, Deutschland oder Europa anzugreifen.
Und das heißt, also wir werden auch dem Ziel der 20-Stunden-Woche oder der 15-Stunden-Woche erst näher kommen können, wenn die gesamte Welt den Kapitalismus beendet hat und damit die Hauptkriegsursache und der Kapitalismus ist ja sowieso die zentrale Ursache für alle Menschheitsprobleme. So, jetzt habe ich das angesprochen. Die Konsumsucht, ja, habe ich schon geschildert und jetzt gibt es natürlich ein Argument, das für Nikopesch spricht. Also es gibt das Argument, dass wir im Moment natürlich erleben, dass 1% oder 2% der Gesellschaft erreichbar sind durch Greta Thunberg und Fridays for Future und dadurch sehr gebildete und auch moralisch empfängliche Menschen, eben, dass die eine neue Moral entwickeln, dass es jetzt schick ist, kein Auto zu fahren, dass es schick ist, nicht in Urlaub zu fliegen, dass es schick ist, vegan zu leben, dass es schick ist, nachhaltig zu leben und fast nichts auszukommen, das Leben zu entrümpeln und mit ganz wenig Konsum auszukommen, also mit einem Degrowth und einem Minimum an Konsum auszukommen. Das Problem ist nur, dass leider es nicht gelingen wird, diese neue Moral und das neue Schicksal und diese neuen Moden wirklich auf die gesamte Gesellschaften Europas auszuweiten, weil nämlich sehr einfach gestrickte Menschen mit sehr, sehr kleinen Gehirnen und mit sehr geringen Intelligenzquotienten und so weiter meistens doch von der kapitalistischen Propaganda und von der kapitalistischen Glückszerstörung auf der einen Seite sehr, sehr gut manipuliert werden und eben extremst in die Konsumsüchte hinein verführt werden. Also das heißt, da ohne den Kapitalismus zu beenden durch die Reformen der neuen Galileis, der Scientists for Future 2, wird es nicht gelingen, dass es überall in Europa Mode werden wird, also null Konsum. Ja? Also das heißt, wir müssen die Konsumsucht an ihrer echten Ursache beheben, nämlich an der an den glückszerstörenden Manipulationen des Kapitalismus, die Konsumsucht erzwingen, sozusagen. Da müssen wir ansetzen und nicht nur einfach eine neue Gegenmoral und eine neue Mode und ein neues Schicksal von Nullkonsum sozusagen zu erzeugen. Das wird einfach nicht gelingen. Aber das liegt eben daran, dass eben ein Volkswirt eben ja auch kein Wissenschaftler ist. Ja? Und ich fasse zusammen für heute. Noch ein letzter Gedanke für heute. Manipulation kann auffliegen. Also das Gefährliche am Kapitalismus sind die nicht bewussten Irrtumsevolutionsprozesse. In den vielen anderen Videos ist ja genau beschrieben, wie die Evolution der Irrtümer verläuft. Ich schlage es hier auch nochmal auf, damit ihr das nochmal direkt vor Augen habt. So geht ja die Seite der Scientists for Future 2 los mit der Stellungnahme und so weiter. Und dann geht es ja hier schon direkt los mit der naturwissenschaftlichen Beweisführung anhand des Naturgesetzes von Mutation und Selektion. Und da wird geschildert, wie das Irrtumssystem, wie es dazu kommt, dass gewinnbringende Irrtümer sich in der Evolution der kapitalistischen Evolution ausbreiten und wie diese gewinnbringenden Irrtümer auch im Gesundheitssystem regelrecht Krankheitsförderung und Krankheitserhaltung, gewinnbringende Irrtümer, die Krankheiten fördern und Krankheiten erhalten, sozusagen sich massenhaft ausbreiten und zum Wissen
der Massen werden. Also Irrtümer und Unwahrheiten werden zum Wissen der Massen. Das Gefährliche daran ist, dass es sich hier nicht um bewusste Manipulationen handelt. Denn bewusste Manipulationen, die können auffliegen. Da kann sich jemand verplappern, kann jemand sich verraten und so weiter und kann sozusagen zugeben, ja, ich lüge natürlich, ich sage den Leuten, Zucker sei gesund, aber ich weiß natürlich genau, dass Zucker krank macht. Nein, das Gefährliche im Kapitalismus, in der Evolutionsprozessen im Kapitalismus ist, dass der erste Zuckerhändler sozusagen fest überzeugt ist, dass dieser Zucker, dieser Kunstzucker genauso gesund sei wie eine süße, reife Frucht und dass daraus dann riesige Gewinne resultieren und dass er natürlich diese Überzeugung natürlich seinen Schülern vermittelt, seinen Kindern vermittelt und also sozusagen auf mimetischem Wege natürlich, deswegen hier mimetisch-genetische Evolution, könnt ihr ja anklicken und so weiter, wenn ihr das Wort mimetisch jetzt noch nicht im Kopf habt, wie dann also sozusagen mimetisch sozusagen diese Irrtumsmeme vererbt werden, diese Unwahrheitsmeme vererbt werden. Und das macht den Kapitalismus so gefährlich, dass niemand böse Absichten hat, niemand manipulieren will und es trotzdem zur größten Gehirnwäsche aller Zeiten kommt und die Menschen sozusagen gefüttert werden mit Irrtümern und Unwahrheiten und dadurch dann in die Konsumsucht hineingeraten und dadurch in das maximale Kaufverhalten, in die Kaufsucht und in die Konsumsucht hineingeraten. Also das sind die Zentralprobleme. Also ich fasse ganz kurz zusammen. Ohne die neuen Galileis, ohne die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, ohne die Scientists for Future 2, ist eine korrekte Korrektur und Abschaffung und Beendigung des Kapitalismus unmöglich, weil dazu die wissenschaftlichen Grundlagen überall außerhalb der neuen Galileis fehlen. Und deswegen wollen wir was beim Klima erreichen und so weiter. Liebe Greta, liebe Fridays for Future, eure einzige Chance ist eine Kooperation mit den neuen Galileis. Alles andere könnt ihr vergessen. Ich hoffe, das ist nochmal ein bisschen deutlicher geworden. Bis bald. Tschüssi.